Wir haben gesehen, dass die Gemeinde gemeinsam mit dem Verein Bermavite diese essbare Gemeinde in Überbach umgesetzt hat. Und in dem Zusammenhang sind im Park gegenüber von der Volksschule Hügelbeete gebaut worden. Mir hat das Prinzip gut gefallen, weil es eben also sehr naturnah ist, weil da wirklich lauter Biomasse zur Anwendung kommt und wenn man nicht viel herumdüngt und wenn man die Pflanzen so wachsen lässt, wie sie selber wachsen wollen. Und nachdem ich sowieso vorhabe, meinen Gemüsegarten etwas auszuweiten, hat sich das gut angeboten und der Johnny Beham hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, mit uns das umzusetzen und jetzt bauen wir. Am Anfang haben wir die Grasnarbe weggeschoben, eine leichte Mulde gemacht, wo wir jetzt die Biomasse, die Äste und alles aufbauen. Da kommt auch die Grasnarbe dann rein, weil das wird ja super Humus dann. Und jetzt haben wir da schlichten, ein bisschen dann zwischendrin ein bisschen Erden zwischen die Äste, dass es nicht so schnell zusammensickt. Und keine frischen Baumschnitte drin sind, vor allem nicht von Weiden, Erlen oder sowas, weil das kommt alles wieder durch. Wir brauchen dann etliche so Holznägel. Das könnte irgendwer, der Zeit hat, schon vorbereiten. Der ist fast ein bisschen zu dünn. Aber nur, die können schon so lang sein. So schräg abschneiden. In solcher Form. Kannst du mal probieren, so ein bisschen wackeln. Wir tun jetzt die Äste rauf, die schön verzweigt sind, damit wir das Erdreich da, also relativ steil ist, stabilisieren. Das wird dann noch in diese Richtung mit langen Ästen und so Holznägeln befestigt, damit der Regen das nicht runterschwemmt. Wenn wir das fertig haben, tun wir das einsehen und dann kommt noch eine Mulchschicht drüber. Da zupfen wir jetzt einen reifen Salat raus. Das haben wir jetzt auch rein. Zwiebelblumen, ein bisschen Schnittsalat, Radieschen, Sonnenblumen. Ein bisschen Winterknoblauch und Winterzwiebelblumen. Ja. Das habe ich nicht. Das ist ein bisschen ein Wintermantel. Das ist im Endeffekt auch ein Dünger. Und dann brennt es den Regen. Es darf nur kein starker Wind kommen, das muss dann nur. Ja,